Yo, Freunde, was geht? Welcome back to a new vlog. Ich weiß, mein Englisch ist super, duper. Dankeschön, Freunde. Ich bin gerade alleine. Und ich sag jetzt schon mal, like den Vlog. Vertraut mir, liked, kommentiert. Kommentiert irgendeinen Scheiß einfach. Kommentiert irgendwas. Abonniert unseren Kanal jetzt schon mal. Denn es wird ein cooler Vlog. Und ich erkläre jetzt mal, was wir heute machen. Also was ich jetzt mache. Ich bin im Auto, alleine, ohne Emre Abi und ohne Yusuf. Aber Yusuf ist gleich mit mir, denn ich hole Yusuf jetzt ab. Belli, beni sevmiyor artık. Was geht? Was geht ab, Alter? So, Bruder Gabi, was hast du geholt? Wo warst du? Ah, danke. Also, Yusuf, ich hab dein TikTok-Para und dein YouTube-Para, Digga. TikTok, mehr TikTok-Para, gell? Alles für dich. Ja. Dankeschön. Das passt meine Hand nicht mal. Yusuf! Das fällt, Wallah, das fällt. Zack. Junge, jetzt gehen wir aufs Essen, oder? Auf deinen Nacken. Essen, gell? Ja, komm. Auf deinen Nacken. Das war mein Spaß, Junge. Auf deinen Nacken? Ja, jetzt gehen wir schön essen. Wo gehen wir essen? Egal, wo du willst, Digga. Diese Luxusrestaurant. Jungs, guck mal, wie viel Geld hier ist. Ja, lass uns diese Luxusrestaurant. Luxusrestaurant? Ja, aber wir brauchen einen Anzug. Wir ziehen uns Schuss. Ja, wir brauchen keinen Anzug, Digga. Wir können auch so, glaube ich, oder? Gehen jetzt was Babamäßiges zu essen holen. Ich mein's ernst, vertrau mir, immer Schuhe ausziehen. Im Auto. Immer. Eigentlich ja, auf deinen Nacken shoppen gehen, ne? Brauchst du was? Ich brauche eigentlich schon Klamotten. Ich brauche gar nichts. Ich wiege fast 100 Kilo, ich habe 10 Kilo zugenommen. Also Muskelmasse, ne? Also nicht falsch verstehen, Freunde. Aber ich brauche neue Klamotten, meine Klamotten passen mir nicht mehr. Wir sind jetzt bei Zizos, Freunde. Heißt jetzt Zizus oder Zizos, Digga? Zizus. Was holen wir? Lahmacun. Lahmacun, gell? Ich hab Bock auf Lahmacun. Ich hab ein Baba TikTok gepostet, guckt jetzt, Freunde. Digga, wie cringe, Digga. Ist das hier? Ey, auf jeden Fall. Bruder, und ich schreibe jetzt Geschichte. Ah, wir gehen auf die Eins. So, Yusuf, was haben wir hier? Nur am Handy, Junge, auf. Ey, weißt du, wie lecker das aussieht? Ja, probier mal, komm. Schloch ist, mach schnell. Guck mal, ich nehme hier das da, diesen Salat. Boah. Ups. Ups. Mein Handy, ich mein's erst mein Handy. Mein Lautsprecher. Mein nicht, mach. Immer zwei Löcher machen. Boah, guck mal, wie geil es aussieht, gell? Bismillah. Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker, kannst du nichts sagen, Digga. Also wenn du sagst, es schmeckt nicht, dann bist du komisch. Die machen das so gut, gell? In Holzofen haben die gemacht, gell? Steinofen. Hm, meine ich doch. Schmeckt Bombe, gell? Bombastisch. Wir haben jetzt gegessen. Ich habe voll wenig gegessen, weil ich hatte irgendwie nicht so viel Hunger, aber das war so lecker, diese Lahmacun. Er fragt Yusuf, ob er noch Dings essen will. Er hat Nutella-Pizza, Pistazien-Pizza. Die haben so eine Nutella-Pizza, Pistazien-Nutella-Pizza. Yusuf sagt doch ja, bitte, sag doch ja. Bruder Gabi, und der Bruder Gabi hat eben gesagt, hättest du ja gesagt. Der Junge, könntest du noch das essen oder was? Aber warte mal, das hört sich interessant an. Ich war heute Morgen komplett Hunger. Aber weißt du, wie voll ich bin? Ich bin gerade so voll, dass ich nicht mal Chai trinken konnte. Aber diese Nutella-Pistazien-Pizza, das hört sich interessant an. Wenn ich nächstes Mal dort bin, will ich es mal probieren auf jeden Fall. Guck mal, Bruder Gabi, hörst du mich? Ich hab... Ey, wie gut. Ich hab doch einen Behindertenausweis, okay? Für Parken. Behindertenparkausweis heißt das? Ah, ich hab einen Behindertenparkausweis, genau. Und es gibt Leute, die einfach da parken, ohne diesen Ausweis zu haben. Digga, den könnte ich in den Hals abschneiden, Mensch. Ja, so ungefähr. Richtig ehrenlos. So, stell mal vor, das ist so, du bist einer. Jetzt bei mir ist es nicht so schlimm. Doch, auch schlimm. Ich kann nicht so weit laufen, so, wisst ihr? Deswegen brauche ich dieses Voreingang parken. Ehrlich, ich wollte gerade so sagen, ey. Okay, ey, Freunde, wir waren klar. Nein, kennst du es nicht? Kennst du es nicht? Warte. Du, in so einem Laden drin, kein Bock, irgendwas anzuprobieren. Weißt du, was ich meine? Nein, ich kenne es nicht. Bestellen und wenn es sich passt, zurückschicken. Aber warum sind wir reingekommen? Ja? Warum sind wir hier drinnen? Das weiß ich nicht. Ja, nein, egal. Aber Freunde, wer kennt das? Ihr hasst es hier im Laden, irgendwie was anzuprobieren, weil es einfach eklig ist und weil es warm ist und lieber zu Hause was bestellen, online bestellen, zu Hause probieren, wenn es sich passt, einfach wieder zurückschicken. Weißt du, was ich meine? Boah. Wieso? Ja. Auf jeden Fall, wir waren gerade irgendwo drinnen. Hat dir da überhaupt was gefallen? Hä? War da ja, überhaupt. Schon. Hä, hättest du probiert? Ich. Wenn dir was gefällt, dann probiert man natürlich. Bruder Gabi, ist ein bisschen komisch, das müsst ihr verstehen, Freunde.
Ja, Mann, gleich kommt es. Ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. Gesang! Nein, jetzt gleich, gleich. Gesang! Nein! Ich kenne das noch, ich kenne das. Gesang! Zamaten! Hey! Aber Geldion, ey, Digga, ich werd angerufen! Jetzt! Wenn ich selbe Freunde, was geht? Wir machen, ich zeig euch ein Update von unserer Küche. Aber Yusuf, man sieht nichts. Nami, zeig uns mal, was du gemacht hast. Spaß. Auf jeden Fall, wir haben hier keinen Strom. Ah, ne, ich weiß selber nicht, was wir gemacht haben. Hier gibt's. Wo? Hier. Hier und da. Da und hier. Da ist auch neben Fenster aufgesucht. Und da auch? Ja. Hier. Hier haben die nur geputzt, okay. Was ist Gips? Ja. Und die Decke? Auch Gips. Krass. Guck mal, ey, Nami ist die ganze Zeit hier in der Küche, gell? Das gefällt Nami von hier. Sieht schon gut aus. Jetzt sieht schon. Halt jetzt noch trockene Nüsse. Ich glaube, morgen kommt er allein oder sind wir zu zweit? Morgen sind die wieder zu zweit. Na, mit der Frau spachteln. Morgen tun die dann nochmal spachteln. Und dann wieder warten, bis es trocknet. Wow. Und dann schleifen. Und dann tun die Dings. Tapete kommt ja. Und dann malen. Welche Farbe machen wir? Tapete ist weiß, Yusuf. Ja, aber wollen wir nicht so wie... Nein, Yusuf, alles weiß. Diese Grau war voll schön. Weiß, Yusuf. Anne, wirklich. Bärs. Das war schön, Bärs. Aber... Anne, aber war das nicht schön? Nein. Du lügst. Das war richtig schön, ich mein's ernst. Und wir brauchen neue Gardinen. Wollen wir wieder zurück? Das regnet. Scheiße. Ah, ich bin Jacke. Renn. Oh, ich bin fast runtergefallen. Prévient ton papa. Allo, allo, téléphone est sonna. Allo, allo, Mahdi Bimalo. Allo, allo, Kim Kenzadeh Balo. Allo, allo, téléphone. Wir haben Freitag 23.15 Uhr. Yusuf und ich gehen jetzt feiern. Gehen jetzt feiern. Frische Seiten und wir gehen jetzt feiern. Bei uns im Kaufland wird einfach eingebrochen, gell? Bombenanschlag, Digga. Ja, bei uns in Kaufland wurde einfach Dings. Was wurde Dings? Automat. Sparkassenautomat wurde zer. Wie nennt man das? Zerbombt, Digga. Das waren so 3-4 Leute, die haben diese Sparkassenautomat gesprengt. Gesprengt heißt ja, das. Ja, Digga. Ihr seid so stark, Digga. Wie viele Euro waren da drin? Vocabulary, Yusuf, Digga. Wie viele Euro waren da drin ungefähr? Wir hatten irgendwie so in auf Bild stand Ding 50.000 Euro mitgenommen. Weißt du, was aber richtig dumm war von denen? Was? Eine Minute von unserem Kaufland ist eine Polizeistation, Mensch. Und nicht mal eine Minute vom Kaufland. Die sind ganz abgehauen, die konnten nicht abhauen einfach. Die haben das Geld fallen lassen und dann ist noch Helikopter gekommen. Abo, es ging ab dort. Es ist schon geil aus, so nachts zu fahren, gell? Hallo. So, hallo. Nachts ist schon so ein ja, okay, cooler Mann. Ich würde sagen, Yusuf, wir hören unser Lied weiter, ne? Unser Alu Alu. Yusuf. Bei Gott, ich raste aus, gell? Ich könnte ausrasten. Ich hab's doch erwähnt im Vlog einmal, weißt du? Was, Walla? Ich hab's doch erwähnt, ja. Guck mal hier, wir wollten gerade direkt vorm Laden parken. Dann steht da einer ohne einen Ausweis, ohne einen Behindertenparkausweis. Wisst ihr, was ich meine? Der Park, Behindertenparkplatz ohne Ausweis. Ich hasse Menschen, Digga, einfach anrufen, Abschlepper anrufen, abschleppen lassen. Abschleppkosten muss er tragen, weißt du, was ich meine? Muss er zahlen und dann fetch, Digga. Der lädt mich einfach ein, Digga, und dann sagt er, nee. Ich hab kein Geld mitgenommen. Hier ist unser Bruder Gabi, hier ist unser Chai und hier ist unser Hauji. Oh, unser Bruder Gabi. Boah, das Teller ist warm. Ich hab grad 10 verschiedene Blicke gemacht, gell? Aber weil dieses Eis so kalt ist. Yeah. Ey.
Auf jeden Fall, ich bereue das, gell? Bereue das. Bereue das. Bereust kannst du auch? Mal reden, Alter. Bereust kannst, das auch? Kannst du nicht mal reden, ich bereue das voll, dass ich Backler war. Da haut ich die. Ihr dachtet einfach, wir gehen feiern, gell? Ihr dachtet, wir gehen feiern. Verarscht! Verarscht! Ja, Mann, wir haben jetzt Baklava gegessen, Chai getrunken und jetzt gehen wir wieder nach Hause. Jetzt gehen wir heim, wa? Wir haben schlafen. Schlechtes Wetter, hätten wir gutes Wetter, wären wir noch laufen gegangen, gell? Noch so joggen und so. Ja, wir hätten euch mitgenommen, aber wegen Regen, Regen hat uns aufgehalten, Freunde. Leider habt ihr kein Joggen-Video gesehen. Ich freue mich voll auf die neue Küche, gell? Bald kommt die, Freunde, bald kommt die neue Küche. Schreibt mal in die Kommentare, was wir als erstes kochen sollen. Backen, kochen, schreibt sie mal in die Kommentare und Kommentare mit den meisten Likes, das werden wir machen. Also bombardiert die Kommentare, liked unser Video und teilt es und dann kochen wir, wenn wir unsere neue Küche haben. Ich bin schon ein Gentleman, ne? Schon so ein Ehrenmann. Aber würdest du sagen, ich bin ein Ehrenmann? Ich würde mehr geben, ich bin ehrlich. Digga, die hat nach 2 Euro gefragt, Digga, da habe ich 2 Euro gegeben. Ja, auf jeden Fall. Was wollt ihr? Ich habe gar nicht verstanden, warum 2 Digga, Euro. Guck mal. Yusuf und ich waren gerade noch, wir waren noch auf dem Parkplatz und dann kam so eine ältere Frau, hat vor uns geparkt, kommt die so an mein Fenster und fragt mich, hast du vielleicht Kleingeld für mich, 2 Euro? Die hat direkt gesagt für Benzin, für 1 Liter Benzin. Ah, da, ja, guck mal, die geht gerade tanken, Walla, guck. Ja, die geht. Aber die sagt, die kommt nicht mehr nach Hause, die hat keinen Sprit mehr und so. Direkt, zack. Ich hab dir sogar mehr gegeben, das laberst du. Ja, der sagt mehr gegeben. Oh mein Gott, der hat glatt 2 Euro gegeben. Ich meinte, der wollte sogar 1 Euro geben. Ich hab gesagt, ey, da ist noch 1 Euro. Yusuf, jetzt übertreib nicht. Was? Nein, der hat 2 Euro gegeben. Okay, fertig. Ich hatte auch nur 2 Euro einstecken, also Kleingeld. Ja, ja, ja. Soll ich dir jetzt Scheine geben? 10 Euro, 20 Euro oder? Ja, ja. Bin ich reich oder was? Weißt du, was ich meine, Digga? Ja, Freunde, like das Video und teilt das Video so. Dann hätten wir auch 20 gegeben. Ja, genau. Digga, like, teilt, damit unsere Videos mal ein bisschen... Para machen, Digga. Bisschen mehr Para machen.